Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Spider-Man 2 Let's Go weitergeht. Die Fahrt. Letztes Mal habe ich echt hart reingekackt, tut mir leid dafür. Auf geht's jetzt. Hey Pete, ich bin bei der Stiftung. Keine Spur von Dr. Connors, aber vier Augen sehen mehr als zwei. Bin unterwegs. Hast du was von... So, 7 Anzüge, what? Was haben wir denn hier? Ui. Aha. Was hat Miles so freigeschaltet? Sieht cool aus. Huch. Zeig mal, ja. Ja. Hat was. Die nehmen wir uns, die holen wir uns direkt. Zack. Sieht nice aus. Oha, der weiße sieht sick aus. Das holen wir uns auch gleich. Boah, der sieht schon sick aus. So, Anzugtechnologie. Machen wir mal Gesundheit. Mal höher. Und den Fokus setzen wir auch nochmal auf. Das machen wir auch nochmal. Zack. Und die Vorbewegung machen wir das nächste Mal. Fertigkeiten. Okay, Miles hat noch nicht so viel, deswegen machen wir bei Miles. Nehmen wir den. Den. Was ist das? Erhöht die Anzahl. Okay, das ist gut. Das ist auch gut. Boah, das nimm mal. Gut, was haben wir dann? Fähigkeit. Kann da was anderes auswählen oder was? Nö. Gehört. Auf geht's. Du meintest, sie wollte zu seinem Haus, oder? Noch nicht. Ich wollte anrufen, wenn sie dort ist. Hoffen wir, dass er nur einen Tag krank feiert. Ja, ist das ehrlich? Auf jeden Fall. Der? Ich sehe im Büro nach. Sieht richtig Komm geil bitte, aus. Sobald du kannst. Der ist richtig geil. Auf geht's. Was ist das da? Ich gehe da mal kurz hin. Kurzer Abstecher, wir wollen ja auch wissen, was da so ist, ne? Spider-Man Wechsel erforderlich. Drücke 4, um zu wechseln. Nee, das machen wir das nächste, oder? Ach, kann das mal machen. Onkel Aaron hat Technik beim Stadion versteckt? Ist das der, den ich mir gekauft habe? Ja. Den würde ich sagen, spielen wir in Weiß. Sag mal, ja. Boah, das sieht schon geil aus. Das nehmen wir, das machen wir so. So. Der wird hier sein. Huch. Abgeschossen. Zack. Das Rohr sollte zum Versteck führen. Hä? Das Rohr soll zum Versteck führen. Und wie geht das jetzt? Aha. Ein Generator. Er muss irgendwas
mit Strom versorgen. Noch ein Generator. Mal sehen, wohin der führt. Bam, nimm das. Es gibt wohl Probleme mit dem Strom. Meine Netze sind ein sehr guter Stromleiter. Es muss irgendwo noch einen Kurzschluss geben. Das Versteck ist offen. Auf ist er schon mal. Museumsstücke. Ich war am Abschlepphof und habe eine alte Telefonnummer auf dem Laster entdeckt, die du verfolgt hast. Ich bin vielleicht an was dran. Treffen wir uns zum Lunch im Park bei meinem Büro? Sandwiches gehen auf mich. Ich kann jeden Hinweis brauchen. Wenn wir den Laster nicht finden, muss das Museum dicht machen. Plus, es geht nichts über Sandwiches. Ein paar Jäger bauen dort etwas auf dem Dach auf. Wirklich tolle Außenposten. Wäre es okay, wenn ich ihn einreiße? Bleib auf dem Noch mehr? Im Visier. Boah, wofür mache ich das? Junge, die sind so unter mit ihren scheiß Messern. Halt die Fresse, Jäger. Na egal. Jetzt sind die eh weg. Wo warst du, gute Männer? Mach mal das erstmal weiter, würde ich sagen. Menschen waren, ich auch nicht. Aber Quentin Beck möchte uns das glauben lassen. Nach zahlreichen Coups, unvergesslich wie Spider-Man, wie ein Depp, hinter einem imaginären Schulbus voller Kinder herjagte, während er sich mit Diamanten im Wert von 2 Millionen davon machte, landete er endlich da, wo er hingehört, hinter Gittern. Jetzt ist er raus und will, dass wir ihn als vollständig rehabilitiert wieder in der Gesellschaft aufnehmen. Ich sage Ihnen jetzt mal was. Menschen ändern sich nicht. Einmal kriminell, immer kriminell. Ich weiß nicht, ob ein Fehler in unserem Rechtssystem vorliegt,
Aber dieser Mann hat seine Schuld noch längst nicht beglichen. Vertrauen Sie diesem Betrüger. Keinen Preis. Seine Attraktionen sind gefährlich. Und, wo ich gerade dabei bin, mir fallen noch zwei kostümierte Kriminelle ein, die mit Beck ins Gefängnis wandern sollten. Aber das ist etwas für einen anderen Podcast. Der Typ macht so komische Podcasts immer gegen uns. Was soll das? Wir beschützen die Welt und als Dank kriegen wir so Stress mit denen an, mit den Typen, der nur Lügen erzählt. Was soll der Scheiß? Was ist das denn? Sieht aus wie eins von Becks Mysterien. Sollte das hier nicht dicht gemacht werden? Junge. Kranke. Jäger das Autofahren gelernt. Hier komme ich. Leute, wo ihr? Auf geht's. Zack. Bin ich mal gespannt. Also war die Telefonnummer auf dem beschlagnahmten Truck eine von vor 1970. Harlem 74321. Hatte der entkommene Truck die gleiche? Ja. Aber ich kann dir nicht ganz folgen. Vor den 70ern hatten Trucks keine Katalysatoren und waren schreckliche Dreckschleudern. Mein Büro hat eine Initiative gegen sie gestartet. Deshalb gibt es nur noch sehr wenige alte Trucks in der Gegend. Wenn wir sie nur irgendwie aufspüren könnten. Ich habe eine Idee. Gute Arbeit, Ma. Wir sind wieder im Geschäft. Okay. Wenn man diesen Lastern recht hat, haben sie vielleicht eine Spur hinterlassen. Hey Miles, ich habe gehört, im Museum ist eine Gala mit zahlreichen Stars. Wenn ich die fehlenden Stücke finde. Ja. Ich war noch nie bei einer Gala. Willst du hingehen? Ich dachte, du fragst die. Was soll ich anziehen? Tief schwarz, schlichter Glam. Bro, ich muss mich konzentrieren. Klar, viel Glück. Ja, moin, der ist wieder. Nur was anderes immer. Immer was anderes. Ich kann nicht glauben, dass jemand sowas tut. Ich habe mich so auf die Ausstellung gefreut, auf das Museum. Ich stecke hier in einer misslichen Lage. Ich meine, Sie wissen, wie sehr mir der Schutz der Geschichte dieser Gemeinschaft am Herzen liegt. Ich weiß, und deshalb hoffe ich, dass Sie uns trotzdem weiter unterstützen. Okay. Mal sehen, ob die Laster etwas hinterlassen haben. Spider-Man ist hier. Spider-Man, gibt's Neuigkeiten? Ich verfolge ein paar neue Spuren. Ich gebe Bescheid. Ich habe noch zu tun. Aber Sie wissen, was ich denke? Für mich geht es darum, die Geschichte zu bewahren. Um jeden Preis. Das sieht aus, als wäre es von einem prähistorischen Gangsterlaster. Ich rieche den Schwefel. Definitiv von einem alten Motor. Vielleicht kann ich es weiter isolieren. Oh Gott. Um die Substanz zu identifizieren.
muss ich die Verunreinigung beseitigen. Hey, Spider-Man. Wir wissen, dass du hilfst. Nur zu. Ups. Ich will die Ankerpunkte nicht entfernen. Okay. Die Ankerpunkte nicht zerstören. Nein, das stimmt fast nicht. Dann schauen wir mal. Ich muss die Verunreinigungen beseitigen, ohne Ankerpunkte zu entfernen. Mann. Das stimmt nicht. Das geht nicht so. Mann! Okay. Digga. Das stimmt nicht. Ich hab's. Jetzt. Aromatischer Kohlenwasserstoff. Jawohl. Das wäre nie durch einen Katalysator gelangt. Interessant. Hey Ma, du hattest recht. Der Laster war alt und hat einen einzigartigen Schadstoff hinterlassen. Fantastico. Kannst du ihn aufspüren? Bin schon dabei. Ich habe plötzlich Hoffnung, dass wir tatsächlich alles finden, die Gala veranstalten und das Museum retten können. Wow, 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 wow. Eins nach dem anderen. Okay, ich weiß. Also, pass auf dich auf und sag Bescheid, was du findest. Gefunden. Sorry, hab sie nicht gehört. Jedenfalls, wir haben geliefert, was wir hatten. Der Rest ist vom LKW gefallen. Dann findet es verdammt nochmal! Ich verstehe, Sir. Wir suchen weiter nach dem letzten Objekt. Er bescheißt uns. Ich hab's doch gesagt. Nein. Hä? Er wird bezahlen, wenn wir das Saxophon liefern. Wir haben schon das Saxophon liefern. Ich glaube, du weißt es. Beruhig dich schon, Idiot. Der Typ hat Kohle. Wir müssen ihn nur glücklich machen. Mir reicht. Ich such diesen Typen und hol mir mein Geld. Du wirst den ganzen Deal ruinieren, für uns alle. Ich gehe mit ihm. Suchen wir ihn und verlangen unsere Kohle. Ihr habt echt keine Geduld. Wo kam das her? Ich verliere wohl den Verstand. Ich glaube, das war er. Ein Netz? Hey! Spinnenalarm! Er ist hier! Licht. Gib mir aus. Deckung. Uns beide packt er nicht. Das ist dein letzter Tag als Spinne. Ich krieg die Spider-Man. Und wenn es meine letzte Tat ist... Habt ihr echt gedacht, ihr werdet mich losgeworden?
Wie zum Teufel hat die Spinne uns gefunden? Im Visier! Noch mehr Freunde? Dann mal los! Los, Leute, holt euch den Spider-Punk! Es wird ein Treffer! Okay, das waren alle. Öffnen wir den Laster und holen uns die restlichen Museumsstücke. Leer? Sie müssen die Ladung bereits ihrem Boss übergeben haben. Alle Wege führen scheinbar zu diesem Typen. Klingt wie irgendein Handy. Okay, da draußen ist also noch was, das sie noch suchen. Mhm. Ich habe den zweiten Laster gefunden, aber er war leer. Oh nein. Aber eins der Stücke haben sie verloren. Charlie Parkers Saxophon. Oh, Miles. Komm rüber zum CJ Walker Park. Okay, wieso? Eine unserer Praktikantinnen hat jemanden über ein Saxophon reden hören. Zuerst habe ich ihr nicht geglaubt. Sie ist eine Art Bocincheda. Also wenn es das ist, das die verloren haben, scheint ihr Chef es unbedingt finden zu wollen. Das sollte er. Charlie Parker ist eine Legende. Dieses Saxophon ist unbezahlbar. Nach wem soll ich im Park suchen? Ich habe keinen Namen. Es hieß, ein Trompeter hätte davon gesprochen. Trompeter, alles klar. Danke, mi Aranita. Sag mir Bescheid, was passiert. Te quiero. Ich muss mich zuerst umziehen. Ich will das Festival nicht stören. Okay. Wo ist jetzt dieser Trompeter? Hier sieht's viel besser aus als damals, als Fisk und seine Leute das Sagen haben. Hey, Miles. Steph, was gibt's? Bist du mit Gloria hier? Nee, sie arbeitet. Ich bin gerade angekommen. Ich suche einen Trompeter. Hast du einen gesehen? Ja, Theo ist hier und spielt Trompete. Theo spielt Trompete? Mhm. Ich glaube, er war dort drüben beim Tor. Toll. Danke, Steph. Und grüß Gloria von mir. Miles, wie geht's dir? Gut. Viel zu tun. Wie läuft der Friseurladen? Herr Boom, Kumpel. Wie gefallen dir die Dreads? Ich mag sie. Mom anfangs nicht, aber ich hab sie wohl überzeugt. Dreh sie einfach weiter. Aber sie sehen gut aus. Danke. Man sieht sich. Ist gerade so ein Ernst. Ich kann ja nicht lang, weil der Typ da steht. Hey, Camila. Miles, kann ich dir was anbieten? Oh, nein, danke. Ich suche Theo. Hast du ihn gesehen? Ich war im Truck beschäftigt, aber ich höre ihn. Folg einfach dem Klang seiner Trompete. Mach ich. Bis später dann. Danke, Leute. Hi, Spider-Man. Hey, Miles. Theo! Guter Sound. Ich wusste gar nicht, dass du Trompete spielst. So lala, so lala. Hey, ich wollte dich anrufen. Als ich vorhin bei Keynote Music war, brachten ein paar Kids ein Saxophon hin, das sie auf der Straße gefunden haben. Ich dachte, es könnte das aus dem Museum sein. Ich möchte niemandem Ärger bereiten. Sie hatten ja gute Absichten. Ja, das könnte gut sein. Meinst du Keynote auf der Cathedral? Ja, sprich mit Eugene. Danke, ich geh mal hin.
Die Trompete klingt toll. Ja, relativ. Hey Mom, ich habe das Saxophon gefunden und hole es jetzt ab. Ay, bendito. Angela wird so erleichtert sein. Das könnte das Museum retten. Hey, wusstest du, dass Theo Trompete spielt? Und das ziemlich gut. Mit Publikum und so. Der ganze Park hat gefeiert. Genau darum ist das Museum so wichtig. Musik bereichert unsere Gemeinde. Und das stimmt. Zusammen. Spricht da meine Mutter Musik oder Stadträtin Morales? Beides. Nein. Sei vorsichtig, Nico. Ja, ja, Leute. Falls das Video gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich sehr darüber freuen und ihr würdet mich sehr unterstützen, wenn ihr liked und abonniert. Das hilft mir und dem Algorithmus. Schön Glocke aktivieren. Hey, Spider-Man! Ich wollte es gerade in deiner App melden. Was ist dir passiert? Ein paar fiese Typen haben Eugene gerade weggezerrt. Da stimmt was nicht. Sie sind da lang. Danke, ich seh's mir an. Jetzt lasst ihr ein Like und Abo da. Und aktiviert die Glocke. Es hilft dem Algorithmus. Vorschlaghammer? Typen haben's ernst gemeint. Ich muss Eugene finden. Schleifspur. Eugene wurde wohl hier lang geschleppt. Ich weiß echt nicht, wovon ihr redet. Komm schon, Mann. Sag uns, wo es ist. Mach's nicht unnötig schwer. Warum sollte ich Charlie Parkers Saxophon in meinem Laden haben? Das gehört ins Museum. Wir wissen, dass du das Saxophon hast. Sag uns, wo es ist. Ich schwör's bei meinem Leben. Ich hab's nicht. Aber ich... Leute, wenn ihr ein Instrument lernen wollt, gibt es sehr viel bessere Möglichkeiten. Das ist die Spinne. Auf ihn! Mann, hier kommt der Rest der Band. Hat ganz schön gedauert. Holt euch die Spinne! Yeah, Mann. Hier, du hast noch nicht genug. Bam. Danke, Spider-Man. Alles okay? Die paar blauen Flecken sind okay, solange ich noch die Schlüssel habe. Hier, mach den Kofferraum auf. Sieht's aus. So, das Saxophon ist dann gut. Perfekt. Charlie Parkers Saxophon. Ja, das einzig wahre. Ich wollte es zurück ins Museum bringen, als diese Typen reinstürmten. Mit diesem Ding hat er sein Meisterwerk aufgenommen. Ornithology, 1946. Bist du Bird-Fan? Mein Vater war einer. Ich weiß nicht viel über alte Musik. Alt? Wenn man heutige MCs hört, die synkopierte Akzente nutzen, den Offbeat betonen und mit dem Rhythmus spielen, das ist nichts als Bebop. Nächstes Mal muss ich genauer hinhören. Ich bringe es sofort zurück ins Museum. Dann rufe ich meine Versicherung an. Okay, danke, Mann. Wenn ich doch nur an das Telefon rankäme, mit dem sie mit ihrem Drahtzieher kommuniziert haben. Wow.
Alle Nullen zusammen ergeben das Wort Passwort als Passwort. Nur ein Mitternachtstreffen mit einem kriminellen Genie. Gar kein Ding. Auf geht's. Das machen wir noch. Und danach. Nee. Das machen wir heute nicht mehr. Das machen wir das nächste Mal. Der Winter kann kommen. Oder? Wir machen das oben hier noch, was auch immer das hier ist. Das übernimmt der andere Spider-Man. Zack. Danke, Miles. Zeit zu forschen. Jetzt forsche ich mal schnell hier. Und danach beende ich das Video. Super. Wir möchten, dass Sie mit dem Rad durch 10 Kontrollpunkte fahren, um reale Akkuwerte zu messen. Gehen Sie zum Fahrradständer im Central Park. Ihr Ausweis gewährt Ihnen Zugriff. Gut, das werden wir noch machen. Das ist ein Job für den guten Pete. Jetzt kann ich eins dieser coolen, hochmodernen Dinger fahren. Ich verstehe das nicht. Was soll das denn? Auf geht's. Das machen wir doch mal schnell. Okay, los zum ersten Kontrollpunkt. Gleich komme ich an den Kontrollpunkt. Aus dem Weg, Alter. Oh, heute gibt's ein Konzert. Das ist das Leben, Digga. Fahrradfahren ist geil, Digga. Vor allem, wenn du so, keine Ahnung, mit drei Kollegen unterwegs bist, Fahrrad fährst. Okay, Harry und ich du fährst und fährst und fährst gesehen. Und irgendwann bist du 100 Kilometer weit. Hey, das Schild ist eine gute Rampe. Hammer gemacht. Was ist denn da los? Wacken Open Air, aber cool, nur ein bisschen wenig. Meine Energie ist Energie für alle. Check. Die 5. Das ist nicht normal. Ich denke nicht, dass das Fahrrad ein eigenes Feuerwerk geben sollte. Das ist nicht sicher. Bei diesem Tempo überlädt die Batterie und explodiert. Ich muss es schnell zur Fahrradstation bringen, wo man die Ladung sicher entladen kann. Oh oh. Ich habe schon viel explodieren sehen, aber das wäre mein erstes Fahrrad. Schnell jetzt. 9. Vielleicht kann ich die Überladung durch einen Tempoboost ein wenig reduzieren. Die Brücke ist blockiert. Ich muss irgendwie darüber. Geil, Mann. Dreh doch. Hallo. Verzeihung. Achtung! Ich komme! Puh, das war verdammt knapp. Nice. Ich würde sagen, damit beende ich für heute die Folge. Ich bedanke mich für euch für Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da für den Algorithmus und einen Kommentar. Ich küsse eure Herzen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.